Ah, ne, tatsächlich, er geht mittlerweile. Das ist super. Jetzt kann ich wieder auf. Auto? Ne, 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 ne. Zückt mir erstmal das Schwert. Hallo? Hallo? Okay. Ah, da vorne. Okay, ich verstehe. Na dann komm mal ran. Kleiner Stiftmagier, du. Oh, da beschwört er sogar jemanden. Ja, das hat sich gelohnt. Also gut, dass er den Zauber gemacht hat. Das, ja. Eiserner Dolch. Das ist ein bisschen was wert. Oh, nice. Das wird Kohle geben. Ah ja, komm, nehmen wir noch ein bisschen noch die Schuhe mit. Einfach so die coolen Sneaker klauen. So. Jetzt direkt nach links. Passt das so? Ja, doch, das passt. Perfekt. Warte, der Ort zählt doch. Der zählt auch. Er zählt auch als erkundet. So, danke. Ah, noch ein Wavy. So. Ah ja. Wenn ich mir vielleicht mal doch mehr Mühe geben, eventuell auf Heiltränke statt Heilzauber zu gehen. Das wäre eigentlich dann klassenspezifischer, aber da muss ich echt mal gucken, wie das funktioniert mit der Alchemie. Hab doch keine Ahnung. Hab ich doch alles noch nie benutzt. Alles über den Stream. Jetzt liest sie schon ihre eigenen Streamtexte vor. Oh Mann. Ja. War das nicht so, dass theoretisch, ich meine, das müsste sogar so gewesen sein, dass theoretisch das Sammeln von Ressourcen auch schon reicht, um die Fertigkeit zu steigern. Also quasi. Oh ja, jetzt habe ich Blumen gepflückt. Ah, jetzt kenne ich mich gleich viel besser aus. Und, ah ja, und jetzt noch, ja. Ah, das Wissen schießt in meinem Kopf rein. Pro gepflücktes Blatt. Das ist der Hammer. Ah, wie viel man da lernen kann von ein bisschen Blumen pflücken. Ah ja, ich fühle mich gleich noch viel schlauer als vorher. Und, oh ja, oh ja. Oh ja. Wie mein Intelligenzquotient pro Blatt ansteigt. Ah, die Fertigkeit zu reden immer weiter in den Keller sinkt. Lauter Blumen pflücken, ist auch noch vom Weg abgekommen. Ist ja wieder richtig sauber. Ja, komm, lass mal Blumen, Blumen sein. Das ist unfassbar nervige, wenn man Vampir wird und diesen Flug wieder loswerden will. Ist man dazu genötigt, da rumzulaufen und die ganzen Zutaten zu pflücken. Es ist zwar auch nochmal eine eigene Quest, was in der Hinsicht wieder ganz cool ist, aber ja. Es ist trotzdem nervig. Und ich finde Blumenpflücken in-game dann nicht so spaßig. Ah, stimmt, ich sollte weiter heilen. Einfach um den Skill voranzutreiben. Oh, eure Magie reicht nicht aus. Das ist aber schade. Oh, jetzt bin ich so nah am Weg dran, aber dann doch nicht. Okay. Ich finde es aber verwunderlich, wenn die Musik kurz mal so stockt oder wechselt, weil ich dann nie weiß, kommt jetzt auf einmal doch ein Kampf oder kommt keiner. Aber wie schaffe ich das immer dauernd? Ich möchte nur einmal auf diesem blöden Weg bleiben. Da, hier, wo ist der jetzt? So, hopp. Nein, noch nicht. Nein, Wolf, ich habe jetzt keine Zeit zum Spielen. Ich möchte jetzt einmal auf diesem blöden Weg hinlanglaufen. So. Nein, da ist auch eine blöde Höhle. Zu der möchte ich auch nicht. Ja, vielleicht doch kurz mal. Komm, markier es mir auf der Karte. Los. 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 Ist die jetzt? Nö, ist nicht markiert. Oh, ist ja gut. Hier, guck so. Hier, komm, komm, beide her. So, zack, zack. Ja, uff, ist mir egal. So, hopp. Die halten aber auch was aus. So.
So, danke. Seid relativ leise. Ich kann sie ein bisschen lauter stellen. Gar kein Problem. So, besser oder? So. So. Genau, so. Irgendwie, also vom Stil her oder von der Häufigkeit, weil eigentlich im Gegensatz zu Minecraft läuft hier schon permanent Musik. Aber vom Stil her, ja. Sag mal, von der Atmosphäre her kann man es mit der Minecraft-Musik ähnlich setzen. Ja, okay, das passt jetzt super. Ja, stimmt's. Ja, die ist halt sehr, sehr entspannt und ich liebe das. Die läuft doch gerade permanent auf der Arbeit, die Musik. So schön. Ah ja, der Jeremy Soule hat ja auch die Musik von Guild Wars gemacht. Und man hört's halt direkt raus. Also, wenn man Guild Wars spielt, hört man es direkt raus, dass es von ihm ist. Ihr habt gefunden, aufgegebene Mine. Das ist schön. Wie viel Gold habe ich jetzt eigentlich? Ich habe vorher gar nicht mehr geguckt. 1041. 4000 noch bis zum eigenen Pferd. 4000 noch. So, okay, perfekt. Ich kann aber auch gerne hingehen und... So, machen wir das so. Dann schreien mich die Leute vielleicht auch nicht mehr so sehr an. So, sollte passen, denke ich. Ja, Löchen. Bist du feindlich gesinnt? Was? Nö. Was? Was? Was ist denn für Die Gerüchte? Kämpfergilde sucht neue Rekruten. Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Ja, danke für den netten Hinweis. Lebt wohl. Mensch, lebt auch wohl oder so. Ja, das hat sich gelohnt. Oh nee, jetzt muss ich da eigentlich. Ach nö. Gut, dann alles wieder nach oben. Wir sollen das auch wissen. Wobei das auch sein kann, dass es da oben zum Schlosseingang geht. Weil ich meine, das war hier so das Schlosseingang und... Schreibt mich das so ein bisschen an. Okay, ich meine, das war irgendwie so, dass hier Schlosseingang und Stadteingang getrennt sind voneinander. Hallo, ich gehe einfach in das Schloss rein und du kannst nichts dagegen machen. Ja, tatsächlich, da unten ist die Stadt und hier oben geht's zum Schloss von Skingrad. Sieht aber halt schon echt geil aus. Ich glaube, wenn ich mal irgendwas in Minecraft bauen würde, dann würde ich echt sowas bauen, aber ja. Dafür müsste ich erstmal die Nerven haben, Minecraft wieder zu installieren. Oder zumindest installiert ist es eigentlich, aber einfach so es mal wieder anzuwerfen und länger als 5 Minuten zu spielen. Respekt vor Leuten, die das immer noch können, aber fehlt mir selber stark die Motivation dafür. Genau, hier geht's jetzt rein nach Skingrad. Jetzt hoffe ich mal, dass es hier wirklich eine Magiergilde gibt. Oh, diese schön gerenderte Wand und
Okay. Ja, viel Spaß beim Staxel-Spielen, Abra. Knüffi. So, Hab Mitleid, nur eine Münze. Oh nee, nicht jetzt, nicht jetzt. Ich bin in geheimer Mission. Ich muss eine Gilde finden. Hallo? Eine Gilde, zu der ich mich zugehörig finden kann? Nein. Aha. Hammer und Zange. Aha. Verdammt. Aha. Verdammt. Das sieht nach Magiergilde aus. Das sieht gut aus. Yes. Magiergilde. So ein bisschen ist das Ganze noch drin. So ganz minimal. Bist du? Ich bin Solinus Vassinus von der Magiergilde und ich bin hocherfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Freut mich ebenso, Solinus Vassinus. Die Gilde hat eine Menge von Verbindungen und es hilft immer, die richtigen Leute zu kennen. Findet ihr nicht? Ihr solltet über einen Beitritt nachdenken. Ah, wenn ich so überlege, ich bin... ich darf nicht bei dir beitreten, oder wie? Nicht nur hat die Magiergilde die Praxis der Totenbeschwörung in ihren Reihen verboten, sondern sie weigert sich auch, mit Leuten zu tun zu haben, die sie offen praktizieren. Okay, ja gut. Skingrad. Habt ihr Adrienne Beren, die Vorsitzende der Magiergilde von Skingrad, schon kennengelernt? Nicht gerade eine angenehme Person, das gebe ich zu. Kümmert euch nicht darum. Seid ihr an Unterweisung interessiert? Ich gebe Beschwörungskurse und Druja gibt Mystikkurse. Das ist ganz interessant. Beschwörungsmagie ist ja auch eine von unserer Heilskills. Auch ihr. Oh, hallo. Hallo. Was? Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Oh, geht es um den Beitritt zur Magiergilde? Ich denke, dann kann ich euch etwas Zeit schenken, wenn nötig. Perfekt. Ich möchte der Magiergilde sehr, sehr gerne beitreten. Habt ihr Interesse beizutreten? Große Dinge werden von euch erwartet werden. Seid ihr sicher, dass ihr dafür bereit seid? Was große Dinge? Ja, dann lieber nicht. Ja, komm. Dann seid ihr ab jetzt ein Schüler der Magiergilde. Ihr braucht eine Empfehlung von jeder örtlichen Gildenhalle in Cyrodiil, bevor ihr euch durch die Ränge der Gilde nach oben arbeiten könnt. Inzwischen habt ihr als Mitglied der Gilde vollen Zugang zu den Gildenhallen in Cyrodiil. Nur die geheime Universität bleibt euch verschlossen. Okay. In dem Fall war das so, genau. Wir müssen uns dann überall eine Empfehlung abholen. Was gibt's denn generell zur Magiergilde noch zu sagen? Es gibt mindestens eine Person in jeder Gildenhalle, die Zaubersprüche anbietet. Schaut in jeder Halle nach, damit ihr auch niemanden überseht. Okay, danke. Und was hast du noch für Gerüchte? Bisschen klatschen, tratsch. Totenbeschwörung mag in Cyrodiil legal sein, aber nur wenige werden zugeben, dass sie sich damit beschäftigen, jetzt, wo die Magiergilde sie verboten hat. Ach so, in Cyrodiil selber? Also ist es legal. Die Wachen werden dagegen nichts sagen. Aber die Magiergilde wiederum schon. Also ist es quasi nicht gesetzlich verboten, sondern nur gildentechnisch verboten oder so. Okay, das ergibt Sinn oder so. Was? Ihr wollt eine Stadtführung? Seht ihr nicht, dass ich viel zu tun habe? Behelligt doch einen Bettler oder eine Wache. Die stehen sowieso nur den ganzen Tag rum und quatschen. Aber stimmt, das fällt mir jetzt gerade auf. Stimmt, es gab ja dieses... Ich bin ganz Ohr. Stimmt, man kann auch Leute überzeugen. Kommt aus dem Gefängnis, hä? Bei jedem Sorgenversuch müsst ihr... Ihr Bewundern, Prahlen, Witzel und nötigen jede Aktion hebt oder dämpft die Stimmung des NPC. Macht nicht so lange, denn die Stimmung des NPC sinkt beständig. Wenn ihr eine mögliche Aktion markiert, zeigt das Gesicht des NPC die entsprechende Reaktion. Er wird jede Aktion entweder lieben, mögen, nicht mögen oder hassen. Seine Stimmung wird besser bei jeder Aktion, die er liebt oder mag, und sinkt bei jeder Aktion, die er nicht mag oder hasst. Der mögliche Gewinn oder Verlust jeder Aktion hängt von eurer Überredungskunst ab. Und davon, wie doll der Keil ist. Voll, nicht doll. Versucht die volleren Keile zu wählen, wenn sie zur Aktion gehören, die dem NPC gefallen. Wählt weniger volle Keile, wenn sie zur Aktion gehören, die der NPC nicht mag. Okay.
Ja, dann probieren wir das mal. Bewundern? Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig um... Witze? Das ist nicht komisch. Nötigen? Ich kann nicht widersprechen. Nötigen mag sie? Dagegen ist mein Leben öde und erbärmlich. Und prahlen, okay. Ja. Dagegen ist mein Leben öde und erbärmlich. Mach mal so. Weder jetzt noch in der Zukunft. So, dann nötigen? Ich kämpfe nicht gegen euch. Und Witze. Das ist nicht komisch. Okay, ha, mach mal so. Diese Runde geht an euch. Dann so. Was für ein Unsinn. So. Verzeiht. Und. Meine Güte, was für ein Held. Interessant, sie mag eigentlich gerade so die beiden Sachen, die eher so gegenteilig sind. Aber okay. Ja, perfekt. Faszinierend. Dann so. Was für ein mieser Scherz. Es ragt. Versucht nicht, mich zu manipulieren. Kam auf null hinaus jetzt, aber ist okay. So. Was für ein mieser Scherz. So. Und dann. Ich kann nicht wie. Ihr habt meine Bewunderung. Sehr ja. Beeindruckend. Das freut mich. Okay, jetzt verstehe ich das immerhin mal wieder. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Hund. Gutes Argument. Dagegen ist. Das soll komisch sein? Ja, das sollte komisch sein. Kam ein. Erzähl nicht solchen Unfug. Gutes Argument. Ihr habt mein. Was für ein mieser Scherz. So. 71. Haja, das hat doch. Das ist doch ganz gut gelaufen. Würde ich jetzt nochmal dir reden? Es ist schon seit sehr langer Zeit die Heimat der Magiergilde. Ihr solltet mal die Bibliothek sehen, die sie dort haben. Es ist der einzige Ort in der Kaiserstadt, den zu besuchen sich lohnt, wenn ihr mich fragt. Ich mache die Reise nur, wenn ich hier ein bestimmtes Buch nicht finden kann. Stimmt, und dem war nämlich irgendwie so, dass wenn man theoretisch das mal wieder macht mit eigenen Leuten, dass dadurch auch wiederum sich andere Dialoge teilweise freischalten. Aber okay. Empfehlungen. Ich fürchte, ich habe darüber nicht viel nachgedacht. Ich habe ziemlich viel zu tun, versteht ihr? Meine Forschung nimmt fast all meine Zeit in Anspruch. Wenn ich da jetzt so dran denke, habe ich ein kleines Problem bezüglich Ertor. Er ist einer der Gildemagier hier. Meint ihr, er könnte etwas tun? Ertor. Ja, warum nicht? Hervorragend. Ich habe einfach keine Zeit, ihn schon wieder zu suchen. Aber ich muss ihn nach Notizen fragen, die er ausgeliehen hat. Ihr könnt ja herumfragen und sehen, ob euch jemand helfen kann. Lasst mich wissen, wenn er zurück ist. Dann bekommt ihr eure Empfehlung. Okay, was weißt du denn über Ertor? Er ist, naja, er ist ein interessanter Bursche. Solinus Vassinus kann euch mehr über ihn erzählen, wenn ihr das möchtet. Solinus sollte hier irgendwo sein. Sprecht mit ihm, wenn ihr mehr über Ertor erfahren wollt. Okay. Ertor Detor, alles klar. Ertor, er soll zu mir kommen, wenn er zurück ist, Schüler. Wir alle sprechen über den Mord am Kaiser. Wir haben keinen Kaiser und auch keinen Thronerben. Das gab es noch nie. Es gibt Anlass zur Sorge. Meint ihr, wo ist Ertor? Was ist los, Schüler? Ich habe ihn in letzter Zeit nicht gesehen. Hallo. Hallo. Was? Wer seid ihr? Oh, wen kümmert's? Ich bin Druja. Möchtet ihr etwas? Oder wollt ihr nur Cyrodiilisch üben? Ich möchte nur Cyrodiilisch üben. Wo ist denn Ertor Detor? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Naja, aber es war ja auch nicht das erste Mal. Darum habe ich mir auch keine großen Sorgen gemacht. Okay, das ist schade. Dann lassen wir es gerade mal dabei. Seht euch vor. Hallo. Seid gegrüßt. Hallo. Wünscht ihr etwas? Sicher? Ich bin Vigge. Ich bin Mitglied der Magiergilde, aber kein Lehrmeister oder so etwas. Aber immerhin ist er vorsichtig. Wo ist ein Ertor Detor? Da. Er ist hier schon länger nicht mehr gesehen worden. Ich dachte, er wäre noch immer in der kahlen Sandbankhöhle, wo er sich normalerweise aufhält. Kahle Sandbankhöhle? Ich erinnere mich wirklich nicht mehr daran, wo es ist. Ich weiß, dass es westlich von Skingrad liegt. Druja könnte es euch vermutlich sagen. Sie hat ein viel besseres Gedächtnis als ich. Das ist in Ordnung. Okay, dann frage ich mal Druja nach der kahlen Sandbankhöhle und Ertor, Detor. Guten Tag. Auch hier. Salmo, der Bäckerin, würde ich jederzeit Milchsemmeln abkaufen. Hallo, Druja. Was? Dass sie eigentlich keine Schattenschuppe ist? Ist interessant. Ah gut, ich kommt wahrscheinlich aus einem anderen Ort, der Agonia.
Es ist gleich westlich von Skingrad. Hier, seht ihr es auf der Karte? Dahin hat es Ertor verschlagen, nachdem Adrienne ihm gesagt hat, dass er nicht mehr in der Gildenhalle praktizieren darf. Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht mal mehr daran. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich daran erinnert. Besonders daran, dass es ihre Idee war. Okay, Adrienne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wer ist denn das jetzt schon wieder? Viel Glück bei der Suche nach Ertor. Ich könnte mich den Rest meines Lebens nur von Salmos Gebäck ernähren. Hallo Adrienne. Ich nehme an, ihr seid wegen dieser Empfehlung hier. Ich muss mit Ertor sprechen, bevor ich sie schreibe. Fragen wir nochmal nach der kahlen Sandbankhöhle. Oh, ich kann mich nicht daran erinnern, ihm gesagt zu haben, dass er dorthin gehen solle. Tja, da müssen wir wohl etwas unternehmen, oder? Mit wir meine ich natürlich euch. Ich habe da etwas, was euch helfen könnte. Einen einfachen Feuerballzauber, falls ihr euch verteidigen müsst. Ich bin dann hier, wenn ihr zurückkommt. Viel Glück! Ja, danke. Gucken wir mal kurz mal, was haben wir denn da? Schwacher Feuerball, 5 Punkte in 5 Fuß für 3 Sekunden. Okay. Und was hat sie uns gegeben? Oder Feuerball. 6 Punkte an Ziel. Wow. Ich weiß auch nicht. Ich bin... Ugak-Kramodak. Klingt so stotternd. Okay, dann haben wir ja. So. Machen wir doch mal eins. Unfälle passieren möchte ich jetzt gerade nicht haben. Ich muss zur kahlen Sandbankhöhle. Okay. Wie geht es euch? Ganz gut. Und wie geht es Ihnen? Ich warte. Ach, Sie warten. Worauf warten Sie denn? Vielleicht auf Skingrad? Was die Leute hier machen? In der Stadt gibt es Ladenbesitzer, Schmiede, Priester, das Übliche eben, Kämpfer und Magiergilden. Die anderen sind Bauern oder Hirten. Weine sind die Spezialität von Skingrad und die Weingüter Surelia und Tamika sind berühmt in ganz Cyrodiil. Sachen gibt's. Was noch für Gerüchte denn? Diese Else Gotthasser ist wirklich ziemlich empfindlich. Gewandt mit der Klinge, aber auf die Kirche ist sie gar nicht gut zu sprechen. Okay, dann war's das auch wieder. Danke für gar nichts. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Ebenso. Ach ja, schon ein nettes Völkchen hier im Cyrodiil. Kann man nicht anders sagen. Obwohl, dann gibt's immer wieder die Leute, die einen einfach grundlos anschreien. Oh, nochmal das Banner der Magiergilde, oder ist es das Banner von Skingrad? Das könnte natürlich auch sein. Bin ich jetzt gerade gar nicht so bewandert. Ich könnte es theoretisch aber mal nachgoogeln, wenn ich wollte, aber ja. Gehst jetzt hier wieder entlang?